Das Leben von Remus Lupin. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir das Leben von Remus Lupin durchleuchten und versuchen, alles zu verstehen, was in seiner Lebenszeit vor sich ging. Und das war eine ganze Menge. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Remus Lupin wurde am 10. März 1960 geboren und wuchs in einer Zaubererfamilie auf. Sein Vater war ein Zauberer und seine Mutter eine Muggelstämmige, was in der reinblütigen Zauberergemeinschaft oft auf Ablehnung stieß. Bereits in seiner frühen Kindheit stellten seine Eltern fest, dass er ein Werwolf war, und sie entschieden sich, ihn zu Hause zu unterrichten, um ihn vor der Diskriminierung und dem Risiko einer Infektion anderer zu schützen. Remus fand jedoch Trost in der Welt der Bücher und lernte schnell, wie man zaubert und Zaubertränke braut. Auf die Werwolf-Angelegenheit kommen wir aber später nochmal zurück. Als Remus 11 Jahre alt war, erhielt er seinen Brief zur Aufnahme in Hogwarts und war sehr begeistert, eine Schule zu besuchen, wo er sich sicher fühlen konnte und gleichzeitig sein Wissen und Können erweitern konnte. Schließlich erlaubten seine Eltern ihm, die Schule zu besuchen. Allerdings hatte Remus auch hier Probleme, da er seine Werwolf-Identität geheim halten musste. Er hatte niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte und musste sich häufig aus gesellschaftlichen Veranstaltungen zurückziehen, um seine Verwandlung zu verbergen. Als Kind war Remus ein talentierter Schüler und wurde ins Haus Gryffindor eingeteilt. Lupins Freunde James Potter, Sirius Black und Peter Pettigrew entdeckten schließlich seine Geheimnisse und Fähigkeiten und boten ihm an, sich ihnen als Animagi anzuschließen, um ihm zu helfen, seine Verwandlungen zu kontrollieren und damit er nicht so alleine war. Er akzeptierte das Angebot und die vier Freunde verbrachten viel Zeit damit, ihre Animagi-Fähigkeiten zu trainieren. In Hogwarts war Lupin ein brillanter Schüler und bekam gute Noten in den meisten Fächern, besonders in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wurde später auch zum Vertrauensschüler ernannt. Allerdings hatte er mit den Vorurteilen und Diskriminierung aufgrund seiner Krankheit zu kämpfen. Nachdem Voldemort an die Macht gekommen war, schlossen sich James, Sirius und Peter dem Orden des Phönix an, um gegen ihn zu kämpfen. Lupin war zu dieser Zeit nicht im Orden, da er aufgrund seiner Werwolf-Identität Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden und in der Zauberergesellschaft akzeptiert zu werden. Jedoch wurde Lupin von Albus Dumbledore, dem Anführer des Ordens, im Jahr 1977 eingeladen, dem Orden beizutreten, nachdem dieser von seiner Existenz als Werwolf erfahren hatte. Dumbledore erkannte Lupins Tapferkeit und seine Fähigkeit, gegen die dunklen Künste zu kämpfen, und war der Meinung, dass er eine wichtige Rolle im Kampf gegen Voldemort spielen würde. Lupin trat also dem Orden des Phönix bei und trug dazu bei, wichtige Informationen über Lord Voldemort und seine Anhänger zu sammeln. Er war auch Teil von verschiedensten Missionen und Kämpfen gegen die Todesser, darunter auch die Verteidigung von Hogwarts während des Kampfes um die Schule in Harrys 7. Schuljahr. Lupin war ein wichtiger Teil des Ordens. Er war während des ersten Krieges gegen Voldemort ein wichtiger Teil des Widerstands und kämpfte tapfer. Nach dem Ende des Krieges gegen Lord Voldemort und dem Sieg des Guten über das Böse im Jahr 1981 heiratete Remus Lupin seine große Liebe, Nymphedora Tonks, die er während des Krieges kennengelernt hatte. Zusammen bekamen die beiden einen Sohn namens Teddy Lupin. Allerdings war ihre Ehe von Anfang an schwierig, da Lupin immer noch von seiner Vergangenheit als Werwolf geplagt wurde und sich seiner Rolle als Ehemann und Vater unsicher fühlte. Während der Herrschaft des Ministeriums, das von den Todessern unterwandert wurde, wurde Remus Lupin zu einem der meistgesuchten Zauberer in Großbritannien erklärt. Aber kommen wir einmal zurück zu dem Thema, warum Remus Lupin eigentlich überhaupt ein Werwolf war. Im Jahr 1965 wurde Fenrir Greyback, ein berüchtigter Werwolf, vom Zaubereiministerium zur Befragung vorgeladen, um über einen Angriff auf zwei Muggelkinder auszusagen, bei dem diese ums Leben gekommen waren. Greyback konnte alle Ministeriumsmitarbeiter täuschen und ihnen weismachen, er habe nichts damit zu tun gehabt, außer einem. Lyle Lupin konnte körperliche Besonderheiten an Greyback feststellen, die auf einen Werwolf schließen ließen. Dies veranlasste ihn, den Ausschuss zu bitten, dass Greyback bis zum nächsten Vollmond, der nur noch einen Tag entfernt war, in Gewahrsam genommen werden sollte. Die anderen Ausschussmitglieder waren sich einig, dass diese Vorsichtsmaßnahme unnötig war, und in dieser Phase begann Greyback, Lupin zu verspotten. In seiner Wut begann Lupin, Werwölfe als seelenlos, böse und nichts als den Tod verdient zu bezeichnen, etwas, das Greyback nie vergessen würde. Nach Lyle Lupins Wutausbruch wurde er aus dem Raum verwiesen und Greyback wurde daraufhin freigelassen.
Doch bevor der Zauberer, der ihn aus dem Untersuchungsraum begleitete, einen Erinnerungszauber auf Greyback anwenden konnte, überwältigte ihn Greyback und floh zusammen mit drei anderen Werwölfen. Von diesem Tag an begann Greyback seine Rache an Lyle Lupin zu planen, dem Zauberer, der so unverblümt gesagt hatte, er verdiene nichts als den Tod. In einer schicksalshaften Nacht drang Greyback durch ein Fenster in das Haus der Familie Lupin ein und griff Lyles Sohn Remus an, der noch nicht einmal 5 Jahre alt war. Lyle erwachte, als er etwas hörte, und ging direkt zum Zimmer seines Sohnes, wo er mächtige Zaubersprüche sprechen musste, um Greyback loszuwerden. Doch leider war es für die Familie zu spät. Bevor Lyle eingreifen konnte, war es Greyback gelungen, Lyles Sohn Remus mit Lykanthropie zu infizieren. Das bedeutet natürlich, dass Lyles eigener Sohn ein Werwolf geworden war. Es war nie seine Absicht, Remus zu töten. Er wusste genau, was er tat, als er ihn infizierte. Sein Handeln war die ultimative Rache an dem Mann, der so offen zum Ausdruck gebracht hatte, dass alle Werwölfe nichts als den Tod verdienten. Remus Eltern brachten ihn zu verschiedensten Heilern, um ihn zu heilen. Aber leider gab es bis zur Entdeckung des Wolfsbandtrankes nichts, was den Fluch auch nur annähernd unterdrücken konnte. Ich war ein sehr kleiner Junge, als ich den Biss erhielt, sagte Remus. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch kein Heilmittel. Der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Es schien unmöglich, dass ich in der Lage sein würde, nach Hogwarts zu kommen. Andere Eltern würden nicht wollen, dass ihre Kinder mit mir in Berührung kommen. Remus' Infektion mit Lykanthropie bedeutete, dass auch er ein verfluchtes Leben führen würde. Ein einsames Leben voller Verurteilungen. Es war nur Albus Dumbledore zu verdanken, der für Remus eine besondere Unterbringung arrangierte, dass Remus in Hogwarts leben konnte. Remus und seine Familie waren gezwungen, unter ständiger Flucht und Versteckspiel zu leben. Es war eine äußerst schwierige Zeit für Lupin, der sich seiner Verantwortung als Vater und Ehemann bewusst war, aber gleichzeitig nicht die Sicherheit seiner Familie gefährden wollte. Lupin war schließlich in der Lage, seine Situation zu verbessern, als das Ministerium unter Kingsley Shacklebolt befreit wurde und die Todesser besiegt wurden. Er wurde zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste an Hogwarts ernannt, einer Position, die er sehr schätzte und genoss. Im Jahr 1993 wurde Lupin von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, beauftragt, Harry Potter in Verwandlung zu unterrichten. Während dieser Zeit wurde Lupin von Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger als guter Lehrer und Mentor geschätzt. Er hatte auch eine besondere Verbindung zu Harry, der seinen Eltern James und Lily Potter sehr ähnelte. Im Jahr 1995 wurde Lupin wieder Mitglied des Orden des Phönix und kämpfte im Zweiten Krieg gegen Voldemort. Während dieser Zeit wurde er auch wieder mit seinen alten Freunden James und Lily und Sirius konfrontiert, die ihm im Leben nach dem Tod erschienen waren. Leider war Lupins Zeit als Professor nicht von langer Dauer, da er aufgrund seiner Werwolfsidentität entlassen wurde. Lupin war der Ansicht, dass er nicht in der Lage sein würde, ein guter Vater für sein Kind zu sein und dass sein Werwolf-Gen es für ihn schwierig machen würde, ein normales Leben zu führen. Nach seiner Entlassung wandte sich Lupin wieder dem Kampf gegen die dunklen Künste zu und schloss sich der neu gegründeten Widerstandsgruppe an. Lupin spielte eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung der Operation, um Voldemort und seine Anhänger zu besiegen. Leider endete Lupins Leben tragisch, als er und seine Frau Tonks während der Schlacht von Hogwarts im Kampf gegen die Todesser getötet wurden. Ihr Sohn Teddy Lupin wurde von seiner Großmutter Andromeda Tonks aufgezogen. Insgesamt war Remus Lupin ein Mann von großer Tapferkeit und Loyalität, der sein Leben der Bekämpfung der dunklen Künste und dem Schutz derjenigen widmete, die er liebte. Sein Vermächtnis lebte in der Gestalt seines Sohnes Teddy weiter, der später als Auror für das Zaubereiministerium arbeitete. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Remus Lupin oder andere Charaktere aus dem Harry Potter-Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.